Hallo Leute und willkommen zurück zu Martha's Dead. Bitte nicht wundern, warum ich jetzt hier bin. Ich habe schon mal ein bisschen was aufgenommen gehabt und hat dann letztes Mal gespielt und hat plötzlich der PC versagt mit Spielruckel und so. Computer, Hintergrund aus. Computer, Hintergrund aus. Plötzlich meinte der PC laggen zu müssen und ruckeln und hat nicht mehr funktioniert. Hier liegt Lapo, wir können uns das nochmal gerne anhören. Wir wollten nämlich die Blume gießen. Ich glaube, das sollten wir tun. Er braucht, glaube ich, eine Gießkanne, müssen wir finden. Ja, eine Gießkanne müssen wir finden. Ja, wir sind hier hochgenommen, mehr als, hey, wir gehen mal kurz zum Friedhof, ist eigentlich nicht wirklich passiert, glaube ich. Ich weiß nicht, was angerufen hat, ich glaube nicht. Aua. Alter, die Katze hat mich gerade so doll gekratzt, dass sie jetzt blutet, die Schwein. Ja, auf jeden Fall. Das ist quasi passiert. Und letztes Mal hat sie ja richtig gelenkt, aber heute geht's. Heute scheint es zu funktionieren. So, wir brauchen eine Gießkanne. Und ich glaube, hier war... Unter all diesen Schlüsseln muss einer für die Familiengruft sein. Genau, wir wollten gucken, ob Martha ist, wirklich schwanger ist jetzt halt, die in der Familiengruft anscheinend liegt. Jetzt suchen wir... Aua, Alter. Arschlochkatze. Jetzt müssen wir die Gießkanne suchen. Ja, genau, da ist die Gießkanne. Mit der wollen wir da hinten die Blume gießen. Haben wir schon mal. Ich glaube, jetzt brauchen wir wahrscheinlich. Hier vorne ist nämlich auch noch eine. Ja, genau. Du bist hier drin, ne? Nicht jetzt. Okay, womit mache ich das denn auf? Irgendwas übersehe ich, glaube ich, gerade. Irgendwas übersehe ich. Brauche den Schlüssel. Lapos Ding konnte ich nicht mehr gießen. Oder was ist gerade das Ziel? Die Gruft. Die Familiengruft. Vielleicht kann ich auch einfach rein in die Gruft. Ach nee, ich muss den Schlüssel erstmal haben. Hat er ja gesagt. Die Tür ist verschlossen. Aber ich muss da rein. Vielleicht kann ich hier etwas finden, um das Schloss zu knacken. Das heißt also, ich musste jetzt wirklich erstmal... Naja. Lass mich drüber reden, dass ich es erstmal triggern muss, damit ich jetzt diese scheiß Stange mitnehmen kann. Okidoki. Die ist perfekt. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hauswart zurückkommt. Na dann, beeilen wir uns mal. Rein da. Oder mach den Bass raus. Und. Alter, das ist aber ein Scheißschloss. Wenn das so schnell aufgeht, ist das ein ganzes Kackschloss. Jeder ergreift eine Seite. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich auf die Seite meiner Familie stelle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Anleitung für den Telefonautomaten. Wenn Sie beispielsweise die Nummer 0573 anrufen möchten, nehmen Sie den Hörer vom Telefon und halten Sie ihn ans Ohr. Sie hören einen Dauerton. Legen Sie zunächst den Zeigefinger in das Loch mit der Zahl 0. Als ob Sie das jetzt wirklich voll liegt. Drehen Sie die Wählscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das wissen wir doch schon. Lassen Sie die Wählscheibe von selbst in Ihre Ruheposition zurückkehren. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die Zahlen 5, 7, 3. Okay. Das reicht. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre nichts passiert. Meine Familie wurde von diesen dreckigen Nazis umgebracht. Meine Tochter wurde nicht einmal beerdigt und ich musste stattdessen dieses Halbblut beerdigen. Eine italienische Familie, die es sich mit den dreckigen Deutschen bequem gemacht hat. Mistkerle, genau das sind sie. Was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Ich will es beenden, aber nicht ohne ein paar Deutsche mit in den Abgrund zu reißen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet von mir hören. Es lebe der Widerstand. Viva Italia. Hm.
Naja, es geht. Wie wähle ich ihn aus? Na, okay. So, dann auf in die Familiengruft. Ich würde mal sagen, da, wo scheint die Blumen vorliegen. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt gehe ich in so einen Sarg rein. In so eine Gruft. Ich kann verstehen, warum wir als Kinder Angst hatten. Es ist ein ziemlich düsterer Ort. Krawallkreuz, Niedlück. Und hier liegt Julia. Martha. Ich hab so Schiss, was jetzt passiert. Und nach vorne. Möge Gott mir vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Ich bete auch, dass du, Martha, mir verzeihen wirst. Ja, ganz kurz Triggerwarnung. Wenn Sora das schon sagt, Triggerwarnung, also laut Chat wäre das jetzt heftig. Jeder, der das nicht ab kann, abschalten, kurz mal ausmachen, ja? Das wird anscheinend jetzt sehr heftig. Was genau machen wir jetzt? Was genau machen wir jetzt? Oh nein. Triggerwarnung! Ist das eklig? Es war die Wahrheit. Martha war schwanger. Schwanger mit einem deformierten Fötus. Wieso überlappt sich das jetzt? Schon wieder Zwillinge. Es hieß immer, dass es in der Familie liegt. Ein Schock folgte dem nächsten. Ich tat Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte. Ich weiß nicht, welche Kraft mich antrieb. Ich wurde unaufhaltsam. Ich beschloss, den Horror als Beweis zu fotografieren, um ihn meiner Mutter und allen anderen zu zeigen. Wer weiß warum. Das haben wir auch gedacht, Pandakön. Wie kann er denn Blut gießen? Es reicht jetzt. Ich werde dich nicht länger quälen. Ich werde zurückkommen, um dir zu helfen. Und ich werde bleiben und mich um dich kümmern. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ich liebe dich, Martha.
Sind wir, ich, also... Doktor, ich muss Ihnen für Ihre Hilfe danken. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie tun würde. Selbst unser lieber Don Attilio scheint die Situation nicht zu verstehen. Irene, bitte ziehen Sie den Gedanken in Betracht, Italien zu verlassen, wie Ihr Mann vorgeschlagen hat. Es wäre für alle das Beste, ganz besonders für das Mädchen. Ich fürchte, dass sie nichts gesund machen wird. Ihr Vater will es nicht wahrhaben. Ich glaube, die Hoffnung ist längst verloren. Ich stimme zu, aber in Deutschland gibt es bessere Behandlungen, in spezialisierten Kliniken. Die Anstalt ist eine vorübergehende Lösung, nur um sicherzustellen, dass sie nichts Dummes anstellt. Aber sie ist ein furchtbarer Ort. Das wissen Sie nur zu gut. Das können Sie unmöglich für Ihre Tochter wollen. Natürlich nicht. Aber was kann ich tun? Sie ist eine Bedrohung für sich selbst, für uns, für alle. Eine von Erichs Pistolen ist ebenfalls verschwunden. Sie muss sie genommen haben. Wer hätte es sonst sein können? Ich habe solche Angst, Doktor. Ich kann nicht länger warten. Außerdem wissen Sie, was man in Deutschland über Italiener denkt, oder? Aber Sie werden mit Erich zusammen sein, einem geschätzten General. Jeder wird Sie respektieren. Ja! Dieses verfluchte Mädchen. Wo könnte sie stecken? Hoffen wir mal, dass sie keine weiteren Dummheiten anstellt. Ich werde hier im Keller auf sie warten. Früher oder später wird sie in die Dunkelkammer gehen, das ist sicher. Ich würde gerne bleiben und ein Auge auf sie werfen, aber ich muss in die Stadt, um die letzten Dinge für ihren Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Danke, Doktor. Und keine Sorge, wir werden uns später sehen. Okay. Sie schläft. Das muss ich ausnutzen. Ich werde sie zum Reden bringen. Sie wird die Wahrheit offenbaren. Aus Angst. Und sie denkt, dass ich zum Schweigen gebracht werden kann, indem sie mich für verrückt erklärt. Aber ohne ihr Wissen werde ich alles aufnehmen. Jeder wird wissen, was du mit deiner eigenen Tochter gemacht hast. Oh, oh. Ich glaube, wir sind absolut bescheuert. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Oh Gott, was habe ich getan? Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Also wenn jetzt nicht klar ist, dass wir einen absoluten Sockenschuss haben, dann weiß ich auch nicht. Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Das hätte ich mir denken können. Heimlich erschrocken war das laut. Jesus, mein Maria. Gott. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Dann wird alles zu Ende sein. Verdammt, der Strom ist ausgefallen. Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln. Generator? Generator. Wenigstens habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen?
Muss ich jetzt ins Zimmer, nicht zum Generator? Endlich kann ich mein Zimmer betreten. Warum ist das Licht an? Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ich habe mit den Puppen das nachgespielt, was in meinem Leben passiert ist. Um den Kopf frei zu bekommen, will ich das noch einmal tun. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Was soll ich denn machen? Aber der Tod erwartet. Gibt es jetzt so mehrere Enden, oder? Nicht die Liebe. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde warten. Ah, was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Endlich bist du da. Hüpf, hüpf, guck mal, wie ich durch hüpfen kann. Schatz, guck mal. Schatz, guck doch mal, Schatz. Bitte. Was ist los? Warum verhältst du dich so seltsam? Blas mir ein. Nein. Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt. Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Töten. Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben. Was habe ich dir angetan? Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Okay. Hinrichten. Der Fuck. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Die Dame. Kuckuck, nee, warte, ich habe was vergessen, sorry. So, jetzt. Jetzt hole ich, warte. Ah, verdammt, ich komme nochmal wieder, ja? So, jetzt wirst du okay, warte kurz. Aber jetzt. Ach, komm her, meine Süße. Hilfe! Hilf mir!
Nun kann ich beginnen. Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich möchte ein paar Fotos machen. Sollen wir was herausfinden? Sie konnte nicht sprechen, weil sie imaginär war. Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Weck mich auf. Hast du Lapo gestern gesehen? Bettentasche, wie wir noch Kinder waren. Klar, tolle Idee. Ja, es geschah folgendermaßen. Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ich bin absolut verwirrt. Ich kann jetzt nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure. Ich kann gerade gar nichts sagen. Ich finde es einfach nur gerade wahnsinnig interessant. Zuzuhören einfach nur. Weißt du, was denn? Spisch. Dadurch kommt der Fetzen dahin, weil sie sich auch ausgezogen hat. Wer glaubt jetzt immer noch, dass es wirklich Zwillinge sind? Und wer glaubt genauso wie ich, dass sie einfach einen Dachschaden hat und wir sie uns Martha einstellen? Einbilden. So eine gespaltene Persönlichkeit halt. Das ist definitiv nicht passiert. Martha hatte eine Narbe auf der Stirn. Woher hat sie die? Oh, dass ich es nochmal machen muss jetzt. Ja, ausziehen.
Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Was willst du von mir? Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Ach so. Du widerst mich an. Dumm. 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 Ich bin nicht vollständig überzeugt, aber ja, das könnte es sein. Nee. Nochmal. Also erstmal ziehen wir uns aus. Ich glaub, sie muss im Wasser erschlagen werden. Nee, kann ja gar nicht. Warum ziehen wir uns denn aus? Sie hatte ja was an. Stopp. Das könnte genau das sein, was passiert ist. Ja. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Ist unsere Mama die Weiße Frau? Ein kleiner Arm? Ein kleines Bein? Und noch ein kleiner Arm? Noch ein kleines Bein. Oh, lass doch nicht den Kopf dran halten. Oh, nur noch der Kopf ist übrig. War deswegen dieses Blut auf dem Fußboden bei dem Mob? Unten im Keller war doch beim... War doch so eine Spur, was aussah wie Wein. War das vielleicht einfach Blut? Ist das alles schon vorher passiert und so? Wir arbeiten das gerade auf? Ich mach Theorie nach Theorie nach Theorie. Klar, die Riesentrauma hat sie nicht mal alle. Schaufel. Ist es da, wo ich letztens... Das ist doch unter der Brücke da. Wo ich letztens meinte, da bist du bestimmt was vergraben. Ist da unsere Mutter vergraben?